Ja, es gibt wieder einen neuen Beitrag auf der Schnur 1 und heute schauen wir uns einige Rezepte zur Brennnessel an. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Video über die Brennnessel. Wir schauen uns dabei die Heilwirkung, ein Brennnesselöl, eine Brennnesseltinktur und ein Brennnesselsalz an. Brennnesseln kann man vom Frühling bis in den Herbst selber sammeln. Wenn ihr sie selbst sammelt, achtet darauf, dass ihr einen sauberen Ort findet, also nicht unbedingt am Straßenrand oder in einer Hundeauslaufzone. Ich selbst habe mich auf den Weg gemacht und habe die Brennnesseln bei uns in der Au gesammelt. Sind die Brennnesseln noch jung, dann brennen die Blätter nicht so sehr. Dennoch, empfindliche Personen sollten unbedingt Handschuhe tragen. Am besten schneidet ihr sie am Stiel ganz unten ab. Brennnesseln haben vorzügliche Heilwirkung. Sie wirken entschlackend, gegen Harnwegsinfektionen, bei Nieren- und Blasensteinen, bei Arthrose, Arthritis, Prostatabeschwerden, bei entzündlichen Darmerkrankungen und zur Behandlung von rheumatischen Beschwerden. Mehr dazu könnt ihr in der Box unterhalb des Videos nachlesen. Dafür kann man sie sehr gut als Tee konsumieren, aber sie kann noch mehr. Je nach Anwendungsgebiet arbeite ich gerne mit frischen oder mit getrockneten Brennnesselblättern. Lasst uns dafür den ersten Blick auf das Brennnesselöl werfen. Für die Herstellung des Brennnesselöls wasche ich die frisch gesammelten Brennnesselblätter gründlich, um sie von Erde und Schmutz zu befreien. Anschließend die Brennnesseln in einen Topf geben und im Verhältnis 1 zu 10 mit Olivenöl mischen und auf kleiner Flamme 1 bis 2 Stunden ziehen lassen. Das heißt, auf 10 Gramm Brennnesseln kommen 100 Milliliter Olivenöl. Nach Ablauf der Zeit die Brennnesseln absieben und in ein Glas mit Schraubverschluss füllen. Brennnesselöl wirkt super als Massageöl bei Zellulite. Als nächstes möchte ich euch die Brennnesseltinktur als Haartonikum gegen Schuppen vorstellen. Dafür verwende ich getrocknete Brennnesselblätter. Kleiner Tipp von mir: Die Tinktur wirkt intensiver, wenn ihr getrocknete Brennnesselwurzeln hinzufügt. In einem nächsten Schritt füllt ihr die Blätter mit Korn auf, so dass sie gut bedeckt sind. Das Glas verschließen und zwischen 8 und 20 Tagen an einem warmen Platz ziehen lassen. Anschließend abfiltern und in ein Glas mit Schraubverschluss füllen. Die Tinktur kann man als Haartonikum gegen Schuppen verwenden. Dazu massiert ihr es 1 bis 2 Mal pro Woche auf der Kopfhaut ein. Und abschließend noch was für die Küche: ein Brennnesselsalz. Dazu vermischt ihr 30 Gramm Brennnesseln mit 70 Gramm Salz. Schmeckt herrlich gut zu Gemüse und Salaten. So, das wäre es dann auch schon wieder für heute gewesen. Alle Rezepte zum Nachlesen findet ihr in der Beschriftung unter dem Video. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Kräuterhexe.